Hallo, es ist wieder Kreativzeit. Schön, dass ihr einschaltet. Heute brauchen wir ein paar frische Tulpen oder künstliche Blumen gehen auch. Ein Glas und ein bisschen Holz. Wir brauchen frische Tulpen. Ein Glas. Ich habe die Tulpen jetzt kurz geschnitten, weil ich auch ein relativ niedriges Glas habe. Außerdem habe ich sie hier am Stiel mit einem scharfen Messer hier so ganz kurz und vorsichtig eingeritzt. Es ist wohl so, dass die dann nicht mehr in der Länge nachwachsen. Ein oder zwei Gummis ist gleich hilfreich. Ersatzglas, ein bisschen Schnur zum Außenrumwickeln oder ein Band. Na, je nachdem, was ihr möchtet, würde ich dann nachher einfach spontan entscheiden, was ich hinmache. Und Holzstücke. Ich habe jetzt so halbierte Rundhölzer. Die halten einfach besser, wenn eine Seite flach ist. So. Dann legen wir los. Ich mache es jetzt so, dass ich den Gummi hier um das Glas herum spanne. Ihr könntet jetzt natürlich auch schon mal eine Runde doppelseitiges Klebeband draufkleben. Dann hält es besser. Ich werde das Holz nachher einfach nur mit der Schnur befestigen, in der Hoffnung, dass es hält, weil ich es dann auch einfach wieder leichter abmachen kann und es nochmal benutzen kann. So, jetzt werden die Holzstücke, sieht man hoffentlich gut, hier einfach so außenrum gesteckt. Möglichst gerade natürlich und unten bündig. Der Gummi hält es ganz gut fest. Wird dann gleich nochmal nachjustiert. Ja, das ist jetzt fast ein bisschen dick. Das lassen wir mal weg. Dann auch schöner aus, wenn es gleichmäßig ist. Oder zumindest einigermaßen gleichmäßig von der Holzstärke her. Ihr könnt natürlich auch Äste benutzen, die ihr draußen gesammelt habt. Oder auch Strohreisig, wie auch immer, das geht auch. So, ich hoffe, ihr könnt es auch sehen. Eins noch. So, jetzt schaue ich, dass das einigermaßen gerade ist. Dann nehme ich mir jetzt meine Jute-Schnur, nehme ich auch ein bisschen mehr, dann kann ich es mehrfach außen herum wickeln und der Gummi wird dann später einfach abgemacht. Ich denke, den werde ich dann abschneiden müssen. So, und jetzt schön außen herum wickeln und ein bisschen festziehen. Das war die Kamera. Dann hier vorne gut verknoten. Ich binde jetzt einfach noch eine Schleife drauf. So. Und dann sollte das einigermaßen halten. Dann wird der Gummi noch gelöst. Dann kommt natürlich Wasser rein und eure Tulpen, Blumen, was auch immer ihr möchtet. Und dann könnt ihr das so
auf den Tisch stellen und dekorieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch so eine Holzscheibe drunter stellen, so eine runde. Das sieht dann auch sehr schön aus. Fertig ist die Frühlingsdeko. Viel Spaß beim Nachmachen.